Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es ums Steuerrecht. Und die FDP hat hier einen Antrag vorgelegt, will vor allem den Abbau verschiedener bürokratischer Vorschriften. Und das sind ganz unterschiedliche Punkte, die hier zusammengefasst sind in diesem Antrag. Zum einen geht es beispielsweise um Rentner. Die FDP fordert steuerpflichtige Rentner, die nur Renteneinkünfte beziehen. Die sollen keine Steuererklärung mehr abgeben müssen. Aber es geht auch beispielsweise um Freiberufler und Selbstständige und Regeln zur Abschreibung. Also das Ganze nicht nur ein Debattenpunkt für Steuerberater, sondern wie gesagt auch für Freiberufler, für Selbstständige, für kleine Unternehmen, auch für Rentner interessant. Die FDP, wie gesagt, hier einiges zusammengefasst. Der Antrag trägt dementsprechend auch den sehr allgemeinen Titel Steuerrecht vereinfachen, Bürokratie abbauen. Jetzt hören wir mehr dazu. Markus Heerbrandt für die FDP. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wussten Sie eigentlich, dass wir alleine durch Steuer- und Finanzgesetze in dieser Legislaturperiode schon 520 Millionen Euro an Bürokratie-Mehrkosten eingeführt haben? Hier wird zwar immer von Bürokratieabbau gesprochen, aber die Realität sieht wirklich ganz anders aus, still ruht der See. Dabei überfordert überflüssige Bürokratie nicht nur die Beamten in der Verwaltung, sie ist auch fatal für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Und hier belegt die Steuerbürokratie einen unrühmlichen Spitzenplatz, denn mehr als 43% der Gesamtheit der bürokratischen Belastungen bei uns liegen in der Steuerbürokratie. Das räumte jüngst der Bundeswirtschaftsminister in einem Interview ein. Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe, auch für die Bundesregierung, für sie allerdings leider in einem anderen Sinne, denn sie verschiebt andauernd das Bürokratieentlastungsgesetz 3. Diesem Bürokratieentlastungsgesetz, eher ein Ankündigungsgesetz, wie ich finde, sind ja bereits zwei Bürokratieentlastungsgesetze vorangegangen, nur hat das leider niemand gemerkt. Und wir haben eine Bürokratiebremse, one in, one out. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist zu wenig, denn so verhindern wir ja nur, dass es nicht noch schlimmer wird. Wir geben uns dem Status quo hin. Besserungen werden dadurch nicht erreicht, insbesondere dann nicht, wenn wir bei der sogenannten Bürokratiebremse die Kosten nicht berücksichtigen, die über die EU-Vorgaben kommen bzw. über das Bundesverfassungsgericht. Und das sieht die Regelung so vor. Dann können wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Bremse auch ersparen. Und das muss sich ändern. Die Menschen interessieren sich einfach nicht dafür, woher der Aufwand kommt. Ob aus Berlin, ob aus Brüssel oder aus Karlsruhe. Das ist ihnen völlig egal. Wichtig ist nur, dass es endlich einmal weniger wird. Deshalb stellen wir Ihnen hier einen bunten Strauß an Vorschlägen zur Diskussion, denn gerade im Steuerrecht, das führte ich aus, ist der Irrsinn ganz besonders groß. Warum muss beispielsweise ab dem Veranlagungszeitraum 2018 jeder Betreiber einer noch so kleinen Photovoltaikanlage jetzt wieder einen zusätzlichen Vordruck ausfüllen? Warum befreit man Rentner, die ausschließlich Renteneinkünfte beziehen, nicht von der Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben, wenn wir einen automatisierten Datenaustausch diesbezüglich haben? Warum müssen bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung tatsächlich bei der Einnahmenseite die Warmmieten angegeben werden, damit dann auf der Ausgabenseite auch sämtliche umlagefähigen Kosten nochmal angegeben werden? Und dass Finanzämter, sehr verehrte Damen und Herren, interne Mitteilungen immer noch per Post durch die Bundesrepublik schicken, das kann man, glaube ich, niemandem mehr erklären. Insbesondere dann nicht, wenn man bedenkt, in welchem Umfang der Gesetzgeber von den Bürgerinnen und den Unternehmen eine Digitalisierung zunehmend erwartet. Sehr verehrte Kollegen, das alles und die zahlreichen anderen Vorschläge unseres Antrags sind alleine für sich genommen sicher keine großen Probleme. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und hier können wir zur Abwechslung einmal ein Gesetz machen, das den Bürgerinnen und Bürgern der Verwaltung und der Wirtschaft hilft und dabei so gut wie nichts kostet. Vielleicht den ein oder anderen Überwindung. Lassen Sie uns die überbordende Bürokratie aus dem Steuerrecht über Bord werfen. Nicht irgendwann, nicht bald. Beginnen wir bitte jetzt.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Uwe Feiler. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bürokratieabbau ist eines der zentralen Anliegen der CDU-CSU-Fraktion. Der vorliegende Antrag zeigt, dass nicht nur wir die Wichtigkeit dieses Themas als sehr hoch einschätzen. Deshalb, meine Damen und Herren von der FDP, vielen Dank für diese Debatte. Im Antrag selbst sind auch die Erfolge der vergangenen Jahre formuliert. Vieles haben wir schon erreicht. Zwischen 2007 und 2012 konnten wir die Belastung aus Informationspflichten unserer Unternehmen um ein Viertel senken. Mit der Bürokratiebremse im Jahr 2015 hat sich die Bundesregierung politisch verpflichtet, den Erfüllungsaufwand für unsere Unternehmen zu begrenzen. Zentraler Punkt war die Einführung der One-In-One-Out-Regelung. Diese Regelung garantiert, dass bei Einführung neuer Belastungen gleichwertige bisherige Belastungen abgebaut werden. Dadurch wollen wir weiterhin politisch gewollte und erforderliche Maßnahmen umsetzen, zeitgleich aber den Anstieg von Belastungen dauerhaft begrenzen. Sollte der laufende Erfüllungsaufwand steigen, wird dieser Zuwachs dafür an anderer Stelle im gleichen Umfang kompensiert. An Aktualität wird das Thema Bürokratieabbau nie verlieren. In der Zukunft können wir die ausgebaute Breitbandversorgung und Digitalisierung dafür nutzen, weitere steuerrechtliche und bürokratische Hürden abzubauen. Das bedeutet aber auch Gigabyte-Anschlüsse für alle Gewerbegebiete, ein Innovationsprogramm Digitalisierung des Mittelstandes, Bürokratieabbau unter anderem durch eine 1-zu-1-Umsetzung von EU-Vorgaben, vereinheitlicht von Schwellenwerten und One-In-One-Out auch auf europäischer Ebene. Und, meine Damen und Herren, ganz wichtig für mich dabei aber auch noch, eine wirksame Unternehmenssteuerreform, um unseren Wirtschaftsstandort Deutschland entsprechend zu stärken. Technik, meine Damen und Herren, wird uns dabei helfen. Vorausgefüllte Steuererklärungen sollten der Normalfall und nicht mehr die Ausnahme sein. Auch kleine und mittlere Unternehmen müssen weiterhin von der unnötigen Papierflut entlastet werden. Gründungen von Unternehmen dürfen nicht erschwert werden. Wir fördern die Gründungskultur in Deutschland, indem wir etwa im ersten Jahr der Gründung die Bürokratiebelastung auf ein Mindestmaß reduzieren und die Bedingungen für Wagniskapital verbessern. Einheitliche Anlaufstellen, mehr Transparenz, digitale Kommunikation und dadurch auch geringere Wege und Wartezeiten sind das Mittel für einen optimalen Start in die Selbstständigkeit. Bestehende Unternehmen und Gründer müssen sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: ihr Geschäft, Innovation, Arbeitsplätze und Ausbildung. Das erste Bürokratieentlastungsgesetz zielte vor allem auf Start-ups ab. Junge, schnell wachsende Unternehmen sollten entlastet werden. Das Entlastungsvolumen für die Wirtschaft beläuft sich dadurch etwa auf 704 Millionen Euro jährlich. Das zweite Bürokratieentlastungsgesetz aus dem Jahr 2017 entlastet insbesondere kleinere Betriebe mit 2 bis 3 Mitarbeitern, wie zum Beispiel unsere Handwerksbetriebe. Schwerpunkt waren die Digitalisierung im Verwaltungsverfahren und im Handwerk. Das Konzept einheitlicher Ansprechpartner wurde begonnen. Informationen zu Gesetzen und Verordnungen können über Internetportale einheitlich abgerufen werden. Die Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung wurden ebenfalls vereinfacht. Das Entlastungsvolumen liegt bei mindestens 135 Millionen Euro im Jahr. Insgesamt bringen beide Gesetze eine Entlastung von rund 839 Millionen Euro. Das ist immerhin schon etwas, und wir arbeiten daran, dass es weitergeht. Wir wollen, meine Damen und Herren, Bürokratie am liebsten schon verhindern, bevor sie überhaupt entstanden ist. Dafür ist es wichtig, bereits in neuen Gesetzesentwürfen genau auf diesen Aspekt hinzuwirken. Hierbei sind wir alle, wie wir hier sind, gefragt. Die Vereinbarung der One-In-One-Out-Regelung muss weiter umgesetzt werden. Und bevor wir zur Regelung One-In-Two-Out übergehen, wie auch in Ihrem Antrag gefordert, halte ich es erstmal für wichtiger, die Ausnahmen im Bereich der Umsetzung vom EU-Recht zu überwinden.
Die Koalition ist mitten in den Verhandlungen zum Bürokratieentlastungsgesetz 3. Viele Maßnahmen sind bereits in der Planung. Hier gilt es, die Ergebnisse abzuwarten. Vieles, was von der FDP vorgeschlagen wird, findet sich auch in einem von mir gefertigten Positionspapier wieder. Daher denke ich, dass Ihre Fraktion ein großer Unterstützer eines entsprechenden Gesetzesentwurfs zum Bürokratiegesetz 3 sein wird. Durch Entlastung werden wir Freiräume für das Unternehmerkerngeschäft und neue Investitionen schaffen. Statistikpflichten wollen wir weiter verringern. Die Grenz- und Schwellenwerte in verschiedenen Rechtsbereichen werden wir vereinheitlichen. Handels- und steuerrechtliche Vorschriften werden wir harmonisieren. Zeitnahe Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden, die Vermeidung von Doppelmeldungen zur Berufsgenossenschaft, die Überprüfung von Schwellenwerten, vor allem im Steuer- und Sozialrecht, sowie bei Berichtspflichten und der Verwendungspflicht bestimmter Formulare, all das sind Punkte, die wir umsetzen werden. Europäische Vorgaben werden wir nicht mit zusätzlichen bürokratischen Belastungen versehen. Deshalb stimmen wir einer grenzüberschreitenden Anzeigepflicht von Steuergestaltungen beispielsweise zu, lehnen aber eine zusätzliche nationale Anzeigepflicht ab. Wir werden uns bei der Europäischen Union für eine angemessene Abgrenzung für kleine und mittlere Unternehmen einsetzen, die zukünftig bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen soll, damit mehr Unternehmen von europäischen Berichtspflichten entlastet werden. Verwaltungsmodernisierung und E-Government bergen enorme Potenziale, meine Damen und Herren, um die Bürokratiebelastung zu reduzieren und die Verfahren zu beschleunigen. Bei all diesen Zielen ist aber eines zu beachten: Allein von Anheben steuerlicher Pauschalen wird Bürokratie nicht abgebaut. Das mag zwar in dem einen oder anderen Fall helfen, aber damit wird nicht das grundsätzliche Problem von bürokratischen Regelungen gelöst. Alles, was wir beschließen, muss mit dem Haushalt im Einklang stehen. Unter der aktuellen wirtschaftlichen oder den aktuellen wirtschaftlichen Vorzeichen müssen alle Maßnahmen finanzierbar sein. Von der schwarzen Null rücken wir daher in keinem Fall ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Abgeordnete Stefan Keuter von der AfD. Herr Präsident, liebe Zuhörer, liebe Gäste aus Niedersachsen auf der Tribüne. Wir beraten heute einen Antrag der FDP mit dem Thema Bürokratie abbauen, Steuerrecht vereinfachen. Das klingt schwungvoll, voller Elan. Sie haben bei solchen Anträgen grundsätzlich die volle Unterstützung der AfD. Wir setzen uns für die Rodung des Bürokratiedschungels ein und gegen den Wildwuchs im Steuerrecht. Wir haben hier auch schon einige Anträge selbst eingebracht, die Abschaffung des inzwischen verfassungswidrigen Solidaritätszuschlages, Grundsteuerabschaffung. Leider hat dieses Hohe Haus, haben Sie unsere Vorschläge so nicht mitgetragen. Liebe FDP, wir schauen einmal zurück in die Jahre 2009 bis 2013. Sie wissen, was da war? Wir schauen lieber nach vorne. Sie schauen nach vorne, ja, ich weiß auch warum. Gut, also ich beantworte Ihnen die Frage. 2009 bis 2013 hatten wir eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Sie waren an der Regierung beteiligt, und aus dieser Zeit bleibt mir steuer- und finanzpolitisch nur eine Aktion von Ihnen in Erinnerung. Das war ein Lobbygeschenk, das war die teilweise Senkung der Mehrwertsteuer für die Hoteliers. Die haben zu einem Bürokratiezuwachs und zu einer deutlichen Verkomplizierung im Steuerrecht geführt. Hier haben Sie uns allen keinen Gefallen getan. Sie sagten, Sie schauen lieber in die Zukunft. Das können wir sehr gerne tun. Forschungsförderung, was machen Sie hier? Sie wollen mit einzelnen Ausnahmetatbeständen arbeiten, wollen Lobbygruppen, kleine Gruppen bevorzugen. Dafür sind wir nicht zu haben. Wir gehen noch weiter zurück ins Jahr 2005. Die CDU, jetzt kommen wir zu Ihnen. Die CDU hatte damals einen ausgewiesenen Fachmann, Paul Kirchhoff, Finanz- und Steuerrechtler. Und der hatte eine echte Reform geplant. Er war damals der designierte Finanzminister von Ihnen. Wer hat es verbockt? Die Bundeskanzlerin, die heute nicht da ist.
Sie ist in die Bundestagswahl mit einem gigantischen Umfragevorsprung gegangen. Zur SPD kommen wir gleich noch. Mit einem riesigen Vorsprung gegangen. Sie hat es gerade hauchdünn geschafft, sich in eine große Koalition zu retten. Für eine echte Reform ist die SPD ja in Sachen Steuerrecht nicht zu haben. Dass das mit Paul Kirchhoff nicht zu machen war, war auch klar. Insofern auch von der CDU, beziehungsweise inzwischen der Großen Koalition, auch keine großen Lösungen. Wir reden hier ja Klartext. Eine schwarze Null, einen ausgeglichenen Haushalt hat es unter der Raute noch nie gegeben. Ich sage Ihnen auch, woran das liegt. Deutschland gehört zu den wenigen Staaten, die noch eine Kameralistik hat und keine kaufmännische Rechnungslegung. Das heißt, der Werteverzehr, den wir auf über 25 Milliarden Euro jährlich schätzen, ist hier gar nicht abgebildet. Das heißt, von der kaputten Brücke über die marode Infrastruktur bis hin zum nicht fliegenden Kampfjet, unsere Verteidigungsministerin ist heute auch nicht da, da denkt man, Freitag ab 1 macht jeder seins auf der Regierungsbank. Ja, der Werteverzehr findet keine Berücksichtigung. Wir kommen zu den Staatsschulden. Deutschland hat 2 Billionen Euro Staatsschulden. Hierfür zahlen wir 22 Milliarden Euro Zinsen. Hätten wir nicht diese künstlich Niedrigzinsen, würde unser Haushalt hier implodieren. Ja, Herr Herbrand, Sie haben es eben gesagt, Sie haben einen großen Strauß eingebracht. Das mag so sein. Wir nennen diesen Strauß Flickschusterwerk, einen großen Wunschkatalog, wo sich jeder das raussuchen kann, was er möchte. Der bunte Strauß ist eher am nächsten Sonntag angebracht, Herr Herbrand, zum Muttertag. An dieser Stelle von uns zum Muttertag allen Müttern alles Gute. Und wir werden im Finanzausschuss Ihren bunten Strauß dann beraten, Herr Herbrand. Vielen Dank an unserer Stelle und allen ein schönes Wochenende. Die Bundesregierung ist ja zu großen Teilen schon im Wochenende. Danke. Stefan Keuter war das für die AfD-Fraktion. Er ist Mitglied im Finanzausschuss und nächste Rednerin hier in dieser Debatte zu diesem FDP-Antrag ist Wiebke Esser für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ihr Wirtschafts-Einmaleins, werte Kolleginnen und Kollegen der FDP, greift für uns zu kurz, denn auch der heute vorgelegte Antrag atmet leider wieder den alten Geist von Hauptsache die Steuern senken, Bürokratie abbauen und fertig. Und in unseren Augen ist es aber nicht so einfach, denn zum Fundament einer starken Wirtschaft gehören auch gut ausgebildete Fachkräfte, eine funktionierende Infrastruktur und soziale Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und zu einer starken Wirtschaft gehört auch ein funktionierender Rechtsstaat, der Steuerbetrug und Steuerhinterziehung bekämpfen kann. Und das, meine Damen und Herren, insgesamt muss organisiert und es muss auch finanziert werden. Und darum, erstens, darf die Gleichung nicht lauten, weniger Steuereinnahmen führen zu weniger gut ausgebildeten Fachkräften oder zu schlechter Infrastruktur oder zu weniger sozialer Sicherheit. Und zweitens, auch wenn niemand hier Steuerbetrug oder die Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und deren Schutzrechte irgendwie, deren Ausbeutung Töfte findet, dann darf zweitens die Gleichung auch nicht lauten, Bürokratie abbauen führt dazu, dass der Zoll, die Finanzämter oder auch die Justiz sagen müssen, wir sehen das zwar, wir können aber leider nichts gegen Missbrauch tun, weil uns da die Nachweise fehlen. Meine Damen und Herren, richtig ist ja, dass die Senkung der Bürokratie ein Teilaspekt für eine starke Wirtschaft ist. Und das haben wir als Regierungskoalition aber auch fest im Griff. Mit dem Arbeitsprogramm Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau 2018 hat das Kabinett bereits mehr als 20 Maßnahmen beschlossen. Dazu gehört zum Beispiel das Prinzip One in, One out, dass es gilt und dass wir uns dafür einsetzen, dass es auch in der EU eingeführt wird. Wir fördern auch Gründungen in Deutschland und senken die Bürokratiebelastung im ersten Jahr auf ein Minimum. Aber wir dürfen doch unsere Augen auch nicht davor verschließen, dass zum Beispiel, wie noch mal jetzt in dieser Woche intensiv diskutiert,
es einen großen Steuerbetrug gibt, zum Beispiel über Umsatzsteuerkarusselle. Und wenn wir da sehen, wie hoch die kriminelle Energie ist, dann müssen wir auch ehrlich sein und sagen, dass es auch deswegen so gut funktioniert, weil wir Firmen haben, die kurzerhand gegründet worden sind und die dann eben nach einem Jahr schon gar nicht mehr da sind. Und das, glaube ich, gehört auch bei der Frage Bürokratie mit zur Ehrlichkeit der Debatte. Und Sie wissen auch, dass das Bürokratieentlastungsgesetz 3 kommt. Wir sind in der Ressortabstimmung. Darin werden wir umfassende Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft bündeln und das dann auch gerne hier mit Ihnen debattieren. Meine Damen und Herren, für uns und für die Bundesregierung ist Bürokratieabbau immer eine Vereinfachung unter der Bewahrung der bestehenden Schutzvorschriften. Es darf nicht zu einer Absenkung kommen. Und für Sie sind die Schutzvorschriften aber ganz offensichtlich vor allem lästige Kosten für Unternehmen. Die Vermutung zumindest drängt sich mir auf, wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, wenn man dort lesen kann, dass die Mindestlohndokumentationspflichten für Sie das Negativbeispiel für bürokratische Auflagen sind. Ich sage Ihnen, wenn Unternehmen den Mindestlauf unterlaufen, dann müssen wir das auch bestrafen können. Das ist sehr eindeutig und dafür brauchen wir die Nachweise. Lassen Sie uns darum im Ausschuss und in den nächsten Wochen über den bestmöglichen Bürokratieabbau diskutieren, Verfahren vereinfachen, Vorgänge auch gerne digitalisieren. Aber was wir als SPD sicher nicht zulassen werden, ist die Aushöhlung von Schutzvorschriften unter dem Deckmantel des Demokratieabbaus. Dankeschön. Sagt Wiebke Esther für die Sozialdemokraten. Alles Redner hier, die im Finanzausschuss sitzen. Da wird diese Vorlage ja dann auch besprochen werden. Auch der nächste Redner, Jörg Cézanne, sitzt im Finanzausschuss für die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder ich fange lieber mit den Kolleginnen und Kollegen von der FDP an. Etwas ratlos macht mich der vor Ihnen vorgelegte Antrag schon. Was um Gottes Willen sollen wir mit diesem bunten Strauß von über 20 sehr unterschiedlich detaillierten Vorschlägen eigentlich anfangen? Bürokratie, weniger Bürokratie finde ich auch gut, dann wären wir jetzt fertig. Die polemische Variante hätte irgendwie was zu tun mit wahlloses Sammelsurium, aber gut, das schenke ich Ihnen. Ich versuche es mal als Co-Service-Opposition mit ein paar praktischen Anmerkungen. Also einzelne Vorschläge sind organisatorische Verbesserungen, rechtssichere, vollelektronische Abfragemöglichkeit der Umsatzsteueridentifikationsnummer ist okay, die Möglichkeit, Steuererklärungen im Unternehmen auch elektronisch freizuzeichnen, kein Problem, legen Sie einen Antrag vor, wir stimmen zu. Der Grenzwert, ab dem sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter komplett gewinnmindernd verbucht werden können, wird ohnehin immer wieder angepasst. Rechnungen werden selbst von Kleinstunternehmen weitgehend mit Hilfe von Software erstellt. Weniger Pflichtangaben sind ohnehin nur eine Handvoll, sind da nur in extrem wenigen Anwendungsfällen eine Erleichterung für irgendjemand, scheint mir wenig relevant. Bei sehr vielen Ihrer Vorschläge läuft die Umsetzung aber nicht in erster Linie auf weniger Aufwand für die Unternehmen, sondern schlicht auf niedrigere Steuerzahlungen oder größere Chancen für Steuergestaltungen hinaus. Nehmen wir mal das mit den Betriebsprüfungen. Die zeitnäher durchzuführen, okay, klingt zunächst ja völlig plausibel, läuft aber letztlich darauf hinaus, dass weiter zurückliegende Jahre dann kaum mehr geprüft werden können. Wir alle wissen, dass die Finanzämter aufgrund ihrer viel zu dünnen Personaldecke schon heute mit den Betriebsprüfungen nicht hinterherkommen und, so könnte man munkeln, auch gar nicht hinterherkommen sollen. Mehr Personal für die Finanzämter fordert die FDP aber explizit nur für die Verbesserung der Servicequalität im Erbschaftssteuermeldewesen. Ist in Ordnung, würden wir auch mitgehen. Ich werde nur den Verdacht nicht los, dass Sie die Steuerbetriebsprüfungen nicht ganz so im Sinne des Serviceauftrags der Finanzverwaltung sehen. Wir finden, dass das ein zentraler Dienst im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist. Zum Schluss will ich Ihnen noch, und das finde ich jetzt wirklich eigentlich ganz schön, zu diesem wunderbaren Antragsformat, zu dieser lose Blattsammlung oder Antragsserie Bürokratie abbauen, gratulieren. Wir haben schon Zollverfahren vereinfachen gehabt. Wir hatten schon
Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 3. Wir hatten schon nationale Tourismusstrategie, immer Bürokratie abbauen, das ist klasse. Wenn mir ein so wunderbarer Punkt einfallen würde, womit man alle Probleme dieser Welt lösen würde, könnte, würde ich das gerne auch bei uns einführen. Die Enteignungsdebatte hat ja gerade begonnen, vielleicht probiere ich es mal damit demnächst. Dankeschön. Jörg Cézanne war das für die Linksfraktion. Ja, weniger Bürokratie findet die Linke auch gut, wie übrigens bislang alle Redner. Jetzt hören wir nochmal die Grünen. Daniel Bayas. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt seit fast 2 Jahren im Deutschen Bundestag. Ich weiß nicht, wie oft wir hier über schon geringwertige Wirtschaftsgüter gesprochen haben. Oft genug erinnere ich mich, dass irgendwie der Eindruck entsteht, es handelt sich hier um eine hochkomplexe Angelegenheit von enormer Tragweite. Die Wahrheit ist, die Anhebung der GWG-Grenze um 200 Euro von 800 auf 1.000 Euro, die ist ja eigentlich nahezu unstrittig. Die Bedeutung für den Bundeshaushalt ist marginal. Wir reden ja über einen Zinseffekt. Und die Frage ist, wo liegt eigentlich das Problem? Ja, das hat schon auch was mit der Koalition zu tun. Schon in der letzten RoKo konnte der Wirtschaftsminister, damals noch Wirtschaftsminister Gabriel, der Finanzminister Schäuble, sich nicht einigen. Man hat bei 410 Euro gestartet, wollte irgendwie auf 1.000 kommen, ist am Ende auf 800 gekommen. In dem Punkt hat die FDP natürlich schon recht, schon einen guten Punkt. Wenn wir auf 1.000 Euro gehen würden, würden wir uns die komplett komplizierten Poolabschreibungen sparen können. Mein Vorschlag wäre, Wirtschaftsminister, Finanzminister, schließen Sie sich mal in den Raum zusammen ein. Und wenn Sie sich auf die 1.000 Euro geeinigt haben, dann kommen Sie raus. Es wäre ein klares Signal an die Unternehmen. Und ich glaube, es wäre zumindest mal im Kleinen auch ein klares Signal der Handlungsfähigkeit, meine Damen und Herren. Nun zu den anderen Punkten der FDP, über die wir noch nicht so oft geredet haben. Ja, viele Dinge sind da richtig, zumindest mal diskussionswürdig, Herr Herbrand. An vielen Stellen finde ich sie übrigens auch zu zaghaft. Wenn wir beispielsweise über die Ist-Besteuerungsgrenze bei der Umsatzsteuer sprechen, wir haben uns da auf 2 Millionen Euro festgelegt, was den Umsatz auch geht. Auch hier reden wir lediglich über einen Zinseffekt. Und ich finde, teilweise in Zeiten, wo wir ja über negative Bundesanleihen sprechen, kann man hier sehr konkret, sehr schnell und sehr einfach für Unternehmen und Selbstständige auch eine Bürokratieentlastung herbeiführen. Also wir unterstützen das an der Stelle auch gerne. Aber, jetzt kommt das Aber natürlich, ja, Service-Opposition hat auch immer Konkurrenz, ja. Da lassen wir sie nicht alleine. Ganz so einfach, wie sie es an der Stelle machen, ist es dann auch wieder nicht. Manche Fristen, manche Anforderungen, das hat die Kollegin eben völlig richtig gesagt, die haben natürlich auch ihre Notwendigkeit, beispielsweise um Steuerbetrug zu vermeiden. Wir haben gerade diese Woche wieder von einem großen Steuerraub, wieder einmal muss man sagen, gehört. Es geht um sogenannten Karussellbetrug bei der Umsatzsteuer. Da geht es um 2-stellige Milliardenbeträge. Und wenn wir uns mal die gesunkene Steuerschätzung von gestern anschauen, ja, da geht es um richtig Geld auch für den Bundeshaushalt. Also es wäre gut, wenn wir das Geld können wir gut gebrauchen. Und die coole Sache an der Sache ist, es ist eigentlich relativ schnell zu lesen. Deutschland müsste eigentlich nur dem sogenannten TNA-Verfahren auf europäischer Ebene beitreten. Das macht Deutschland aber nicht aus Zögerlichkeit. Das sage nicht ich, das sagt der hessische CDU-Finanzminister, meine Damen und Herren. Worauf ich hinaus will, nicht jede Frist, nicht jede Datenerfassung ist sinnlos. Und das kritisieren wir eben auch an Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen jetzt aus One-In, One-Out, One-In, Two-Out machen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir Grüne haben seit der Einführung der Bürokratiebremse auch immer sehr konkrete Bürokratieabbauziele und Pfade gefordert, aber eben nicht dogmatisch und nicht aus Prinzip. Man muss doch auch anerkennen, gerade auch nach der Finanzkrise, dass ein funktionierender Staat Bürokratie und Regeln braucht. Im 21. Jahrhundert am besten digital, das sehen wir gerade beim Datenchaos, bei der Grundsteuer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber nicht jede Änderung für Umweltschutz, nicht jede Änderung für Verbraucherschutz, nicht jede Änderung bei der Finanzmarktregulierung muss dann gleich doppelt kompensiert werden. Das klingt mir zu ideologisch und deswegen plädiere ich dafür, dass wir noch viel stärker auf Digitalisierung nutzen, um Normen auf Handhabbarkeit, auf die Notwendigkeit wirklich zu überprüfen, aber eben nicht dogmatisch, sondern mit Logik und mit Umsicht, und dann sind wir auch gerne mit dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Daniel Bayas war das für die Grünen. Jetzt hören wir für die Union den Obmann im Finanzausschuss, Hans Michelbach. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der FDP richtet sich weniger auf Steuervereinfachung als vielmehr Vereinfachungen im Vollzug, also auf den Abbau von Bürokratie. Die Klage über ausufernde Bürokratie ist wohl so alt, wie es in Staaten Verwaltungen gibt. Das soll keine Anmerkung sein, um den vorliegenden Antrag der FDP abzuwerten. Im Gegenteil, vielmehr ist es unsere gemeinsame
Aufgabe, Verwaltungsverfahren so auszugestalten, dass sie nicht zu unnötigem Zeit- und Kostenaufwand beim Steuerzahler führen. Das gilt selbstverständlich auch für das gesamte Steuerrecht. Und wir müssen immer wieder prüfen, ob und welche Verfahren überflüssig geworden sind oder doch vereinfacht werden können. Um es deutlich zu sagen, die Entlastung von Firmen und Bürgern von Bürokratie ist für uns alle eine Daueraufgabe. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen werden durch Bürokratie unverhältnismäßig stark belastet. Das kostet dort Geld und es kostet vor allem dort Zeit, die besser für den Betrieb eingesetzt werden könnte. Und das ist die ursprüngliche Aufgabe. Deshalb muss ein Grundsatz gelten, so viel Staat wie nötig, aber so wenig Bürokratie wie möglich. Wir von CDU und CSU haben das bereits frühzeitig erkannt. Wir haben 2006 das erste Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. 2017 folgte das zweite Bürokratieentlastungsgesetz. Wir haben einen nationalen Normenkontrollrat eingerichtet. Und wir haben seit 2015 mit einer One-in-One-out-Regel die Ausuferung der Bürokratie eingedämmt. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und das ist offensichtlich auch ein Erfolg. Im Zeitraum von 2015 bis 2017 wurden neue bürokratische Belastungen in Höhe von 900 Millionen Euro erfasst. Dem standen aber im gleichen Zeitraum Entlastungen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro gegenüber. Das ist die Wahrheit. So steht es auch im Bericht des Normenkontrollrats, meine Damen und Herren. Und das muss heute hier deutlich werden. Leider können wir Bürokratiebegrenzung nur im eigenen Zuständigkeitsbereich durchsetzen. Auf die Europäische Union haben wir da etwas weniger Einfluss. Dabei sind es zunehmend EU-Verfahren, die die Klagen über Überbürokratisierung gerade in der Wirtschaft auslösen. Und wenn man sich die Zahlen dort anschaut, 2015 bis 2017 sind Mehrbelastungen durch EU-Maßnahmen in Höhe von 774 Millionen Euro haben dort stattgefunden, so die Antwort der Bundesregierung. Und da sieht man, hier ist Handlungsbedarf unübersehbar. Ein vergleichbares Gremium wie der Nationale Deutsche Normenkontrollrat wünsche ich mir deshalb auch für die Europäische Union, meine Damen und Herren. Denn das ist letzten Endes die Aufgabe. Ein bürokratisch schlankerer Staat ist nämlich leistungsfähiger. Und eine Europäische Union ist dann auch leistungsfähiger. Und er kann sich stärker auf die Lösung seiner zentralen Aufgaben konzentrieren, statt seine Kräfte in überbordende Verwaltung zu zerreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt dieses dritte Bürokratieentlastungsgesetz, das wir gegenseitig vorbereiten, auf den Weg bringen. Und da werden wir weitere gute Vorschläge machen. Wir nehmen auch Ihre Vorschläge der FDP mit auf und werden auch gemeinsam darüber beraten, meine Damen und Herren. Denn wir brauchen jetzt gerade im Augenblick dieser Steuerschätzung, meine Damen und Herren, einen neuen Wachstumspakt, der neben Bürokratieabbau auch Innovation und Entlastung bei den Steuern umfasst, meine Damen und Herren. Dazu gehören auch Steuerentlastungen von Unternehmen, wo geboten und sinnvoll. Die Wirtschaft braucht ein positives Signal, unser Land höheres Wachstum. Wir brauchen Rückenwind, um gestärkt in die Zukunft zu gehen. Und Entlastung muss es auch eben für die Bürger geben. Die vollständige Abschaffung des Soli und die Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts ist nach meiner Ansicht notwendiger denn je. Wir sind bei Bürokratieabbau und Steuervereinfachung hier gefragt und müssen uns auf den Weg machen. Deshalb wollen wir bei der Grundsteuerreform kein neues Bürokratiemonster vornehmen, meine Damen und Herren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich habe durchaus Verständnis für alle Vorschläge, die aus dem Bundesfinanzministerium kommen. Aber wenn wir sie prüfen, dann wollen wir auch mal nachprüfbare Berechnungen, simultan übersetzte
Prüfungen, die letzten Endes auch Ergebnisse dieser Vorschläge macht. Leider fehlen die bis zum heutigen Tag. Und alles, was wir hier geprüft haben, führt zu einer Bürokratie, dass niemand, der die Grundsteuer zahlt, sei es der private Mieter, sei es der gewerbliche Mieter, sei es der Eigentümer, dieses Bürokratiemonster überhaupt verstehen kann, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir eine solche Regelung auch ablehnen. Ich würde mich freuen, wenn sich unter dieser Voraussetzung alle Fraktionen aktiv in die Gesetzgebungsprozesse einbringen, beim dritten Bürokratieentlastungsgesetz, bei der Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts, bei der Grundsteuerreform und natürlich bei der Abschaffung des Soli. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hans Michelbach war das für die Unionsfraktion, Obmann im Finanzausschuss. Ja, das Bürokratieabbaugesetz 3 haben wir ja schon gehört. Das ist in der Ressortabstimmung. Lothar Binding jetzt für die SPD. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Herbrand hat vorhin was Schönes gesagt. Er sagt, da sind Bürokratiekosten im Moment so in der Diskussion um 520 Millionen. Insgesamt in den letzten Jahren sind es natürlich viel mehr. Es wurden auch schon mal 2 Milliarden abgebaut. Was er nicht erwähnt hat, ist, wie viel Kosten eigentlich dadurch entstehen, dass man Steuer gestalten will. Und ich nenne nur mal die der Big Four. Die Big Four beschäftigen fast 1 Million Menschen, geben 150 Milliarden Euro dafür aus, die Steuern zu gestalten, zu beraten. Was dafür ein Einsparpotenzial ist, das wäre gigantisch. Das ist ja der halbe Bundeshaushalt, der ausgegeben wird, aber nur von den Big Four, PwC, KPMG, Deloitte und Ernst & Young. Da wären Einsparpotenziale ungeheuer. Und übrigens, der Hans hat eben von Bürokratiemonster gesprochen. Wo kommen die eigentlich her? Also wir machen ein Gesetz und sagen, alle, die dort oben sitzen, wenn Sie ein Grundstück kaufen, ja, dann müssen Sie Grunderwerbsteuer bezahlen. Das sind zwischen 3 und 6%. Jetzt gibt es andere Leute, die sagen, na ja, so dumm wie Sie da oben auf den Bänken sind wir überhaupt nicht. Wir nehmen das Grundstück und packen es in eine GmbH. Wir verkaufen gar keine Grundstücke mehr. Wir verkaufen GmbH-Anteile und das dann steuerfrei. Dann sind Sie die Dummen und die anderen die Schlauen. Es ist aber viel komplizierter. Sie werden das Grundstück von einer Stiftung kaufen lassen, von der Bank finanziert. Der Kapitalgeber gibt mezzanines Geld dazu. Alles wird von der Miete bezahlt. Wenn sich der Geldgeber rauszieht, hat er Dividenden und Zins bekommen. Und Sie sehen wieder dumm aus, weil Sie es bezahlen. Also das macht diese Bürokratiemonster, diese extrem komplizierte Gestaltung der Welt, weil sich 1 Million Menschen darum kümmern, es kompliziert zu machen. Die FDP spricht gern von Überbürokratisierung, Monster und so weiter. Sogar die Mindestlohndokumentation wird erwähnt. Ehrlich gesagt, wenn ich jemanden beschäftige, vielleicht nicht für einen Mindestlohn, aber wie wollte ich ihn eigentlich bezahlen, wenn ich nicht weiß, er hat 3,5 Stunden gearbeitet? Würden Sie sagen, also zwischen 2 und 7, ich gebe jemandem Geld? Muss schon aufschreiben, wie viel jemand arbeitet, oder? Max Weber übrigens hat eine schöne Sache gemacht. Der hat nämlich die Vorteile der Bürokratie ein bisschen beschrieben, weil das sind nämlich auch Merkmale einer legalen, rationalen Herrschaft. Und das Gegenteil ist natürlich die Willkürherrschaft, die Diktatur. Manche kommen auf das Wort China, da geht ja alles schneller und ohne Bürokratie. Natürlich, der Brandschutz ist dann nicht so wichtig und auch nicht so kompliziert. Die Bürgerrechte, da ist vielleicht ein Dorf im Weg, das räumen wir weg, die Straße soll. Alles kein Problem, das ist easy going und ohne Bürokratie, aber nicht unsere. Übrigens, der Antrag ist richtig klug, da steht drin, unnötige Bürokratie abbauen, und das wollen wir. Was unnötig ist, ja unnötig. Also das kann ja sowieso wegkommen, weil es ja nicht nötig ist. Also das erklärt sich von selbst. Sie sagen aber, der Grund hierfür, und das stimme ich Ihnen halb zu, der Grund dafür ist auch Einzelfallgerechtigkeit, die wir anstreben. Aber wehe, wir pauschalieren. Wenn wir pauschalieren, ist bestimmt einer im Haus, der rechnet für seinen Bürger nach und sagt, der muss einen Groschen mehr bezahlen, Pauschalierung, ganz böse. Nein, Pauschalierung brauchen wir, der wird der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Morgen ist umgekehrt bezahlen müssen und insgesamt ist gerecht. Also übrigens, die FDP hat sogar den Vorschlag gemacht, nicht nur Einzelfallgerechtigkeit, sogar für einzelne Branchen was machen zu wollen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden die Idee, für eine einzelne Branche etwas zu tun, weiterentwickeln und diesen Weg fortführen. Dann müssen wir für jede Branche ein einzelnes Gesetz machen. Sie erinnern sich, ich weiß, ich will es jetzt gar nicht mehr erwähnen, aber es ist klar, 2015 Bürokratiepemse, 2017 Bürokratieentlastungsgesetz und da gab es alles, was da drin steht. Kleinbetragsrechnung von 150 auf 200, Sie wollen da jetzt ein bisschen hoch, 250, ein bisschen hochgehen, die Idee war schon da.
Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter haben wir von 400 auf 800. Da ist sicher 1000 auch im Blick irgendwann. Das ist völlig klar. Also insgesamt will ich ehrlich sagen, Ihr Antrag ist nicht schlecht, aber überflüssig. Tag Lothar Binding für die SPD, deren finanzpolitischer Sprecher, immer mit sehr anschaulichen Redebeiträgen hier jetzt als letzter in dieser Debatte zu dem Antrag der FDP, der relativ vieles Verschiedenes im Steuerrecht und bürokratische Vorschriften hier versammelt hat. Die meisten Redner haben auch gesagt, natürlich weniger Bürokratie, das finden wir alle gut, unnötige Bürokratie abbauen, gar keine Frage. Und der eine oder andere Punkt fand auch durchaus hier in den Debattenbeiträgen Zustimmung. Allerdings wurde auch gesagt, es wird ja gearbeitet am Bürokratieabbaugesetz 3, das kommt noch in die parlamentarischen Beratungen und wir schauen uns diesen Antrag jetzt an. Deswegen geht das Ganze in die Ausschüsse und wird dort weiter behandelt werden.